Hype Train. Morteschka. Dann sah ich in seiner rechten Hand, der dort saß auf dem Thron mit einer Rolle, die auf beiden Seiten beschrieben war und versiegelt mit 7 Siegeln. Und dann sah ich einen mächtigen Engel, der dort sprach in lauter Stimme: Wer ist es wert, das Siegel zu brechen und die Rolle zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf Erden oder unter der Erde konnte die Rolle öffnen oder auch nur einen Blick in sie werfen. So. Und damit herzlich willkommen zu Black Book, einem neuen Angespielt zur Spielevorschau-Woche auf Steam, einem, ist ein bisschen lauter, einem düsteren RPG-Abenteuer, das, eine junge Zauberin begleitet, die gegen dunkle Mächte kämpft und dem gemeinen Volk hilft und dabei das ländliche Russland zur Zarenzeit durchstreift. Und ich würde sagen, wir stürzen uns mal hinein in ein New Game. Ich habe gerade schon ein bisschen so die Settings eingestellt, aber ich habe selbst noch keinen Blick reingetraut in das Spiel. Und ich würde sagen, choose difficulty. Ach du grüne Neune. So, für jeden, der einfach nur die Erfahrung mit der Story machen möchte, aber keine unbedingt herausfordernden Kämpfe haben möchte. Okay, das ist wirklich krass. So, Snatka. Snatka ist normal, ja. So, Goldunja ist... Oh Gott, oh Gott. Okay, gut. 25% mehr Damage durch die Gegner. Die Gegner haben auch mehr Vitalität. Und... Oh, wir kriegen aber auch mehr Rubel. 10% mehr Rubel. Oder Nightmare. Ja, nee, komm, machen wir mal Snatka. Once upon a time, evil spirits dwelled here in these place. And in a sense, they still do. I will tell you a story. It happened long ago, even before the revolution. It happened here, not far from Cherdin. I heard my grandmother tell it. A man was fostering an orphan girl. He was a knower. Everyone called him Old Yegor. She didn't want to become a witch, but he taught her his craft. She was to be married to a special young man. I can't recall what exactly happened, but this young man took his own life. He was later buried beyond the gates of the churchyard. Okay. Which meant that he would pass straight to hell. As for the orphan, Vasilisa, she refused to accept it. She was intent on bringing back his soul from the inferno. To do this, she would need to break the 7 seals of the Black Book, which Old Yegor kept, and retrieve him. And it was for that reason that Vasilisa agreed to become a witch. But to become one, she needed to be initiated in a banya or at a crossroads. And so, Vasilisa set out for the crossroads. Interessant. So, ein Spiel entwickelt von Morteschka. Oh, der Grafikstil. Oh. Und wir sind in Cherdin. Üstperm. Okay, gut. Grüne Neune. 1779. Was ich jetzt gerade noch richtig gelesen habe. Und verzeiht mir, wenn ich das alles falsch und ganz schrecklich ausspreche. I slept poorly last night. So, Vasilisa. Vasilisa hat sehr schlecht letzte Nacht geschlafen. Ah, so, und die Vorgeschichte. Unser Liebster hat
sich das Leben genommen, zumindest ist er gestorben und anscheinend wurde er vor den Toren der Kirche begraben. Und das ist ein, ja, das ist das Zeichen dafür, dass wir, naja, nicht dass wir, sondern dass seine Seele in die Hölle herabgefahren ist und wir jetzt im Gegenzug das Buch, das dunkle Buch, das schwarze Buch mit seinen 7 Siegeln aufschlagen müssen, um seine Seele wieder zu befreien. Du grüne Neune, warum hätte man ihn nicht einfach mal innerhalb, wegen Selbstmord oder wie? Ich, naja, so. Und wir warten und hoffen auf seine Wiederkehr. Ja, aber er kam nicht. Und er saß nie wieder am Tisch. Wo bist du nun, mein Schatz? Wo bist du hin? Von deinen Verwandten und vom warmen Sommer hast du dich verabschiedet. There's no entrance or exit for you, it seems. Da ist kein Eingang und kein Ausgang für dich, so scheint es. Cold Mother Earth. Von der kalten Mutter Erde. There isn't even a churchyard fence to hold on to. Da ist nicht mal ein Kirchhofzaun, an dem du dich halten könntest. Es ist genug. I don't believe you would do this to yourself. Ich kann es nicht glauben, dass du dir das angetan hast. It'll all be well. All will be well. Alles wird gut. Alles wird wieder gut. I'll accept this knowledge from Grandpa, though I know what you thought of that. Ich nehme das Wissen an von Großvater. Jedoch weiß ich, dass der Gedanke daran. But there's no other choice. Keine andere Wahl zulässt. I'll drag you from that rope myself. Ich zerre dich von dieser Straße selbst herunter. Sleep for now. Sleep. Schlaf nun. Schlaf. I won't be long. Okay. Es wird nicht lange dauern. So, eine Sekunde, ich spring mal. Oh, es geht nicht mehr. Ich wollte gerade noch mal kurz ins Menü rein. Die Musik ein bisschen runter, die Stimmen ein bisschen lauter. Empfunde es einfach nicht mehr. Ich würde sagen, oh Gott, oh Gott. Es ist wirklich. Oh, okay. Sehr schön. Hat er sich versteckt? Das könnten wir so, ja, die Musik mache ich mal, ja, mache ich mal so, die Voices auf 100. Okay, die Musik ein bisschen leiser. Machen wir einfach mal so, wir lassen uns überraschen. So, return to the game und wir schauen uns einfach mal die Kerzen an. Wir schauen uns mal die Kerzen an. Ah, man kann die Kerzen an- und ausmachen, dann schauen wir uns nochmal das Grab an. Okay, sie haben ihn nicht in heiligen Boden begraben, sondern einfach hier, wahrscheinlich sind das hier die, ja, ist das der Zaun zum eigentlich geheiligten Boden rundherum um die Kirche und ja, anscheinend, unser Liebster hat sich selbst das Leben genommen und sich damit, ja, ein Begräbnis mit allen kirchlichen Ehren verweigert und, ja, seine Seele ist nun in der Hölle. So, zu The Crossroads. Wir gucken uns nochmal die Grille hier an. Okay, ja gut. Ja, sie muss zur Kreuzung. Und die Piniennadeln. Sie sind so golden. Die Sonne darauf scheint. Schon so golden. So, wir müssen los, mein Liebster. Es wird nicht lange dauern. Wir müssen nur ein, ja, das schwarze Buch und seine 7 Siegel müssen wir nur brechen, dann müssen wir runter in die Hölle und deine Seele, Satan, selbst aus den Klauen reißen und, ja,
ja, selbst wahrscheinlich in den Himmel bringen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn wir, ja, dem Priester hier, keine Ahnung. Mit dem Priester mal ein ernstes Wörtchen reden. So, hier können wir Adam Head Herb. Okay, hier gibt's ein Kraut. Adams Kopf. Okay. Das heilt kleinere Wunden und es könnte wohl hilfreich sein auf unserer Reise. So. Oh Gott, ich hab, Alter Schwede, ist das schön gemacht. Ist das schön gemacht. Heilige. Oh, oh. Es ist richtig Liebe in diesem Spiel. So, können wir jetzt einfach so, wir können einfach so point-and-click-mäßig, können wir hier über die Wiese laufen oder über das Feld. Alter Schwede, das ist schön. So, hier ist das Feld. Wir gehen weiter zum Feld. Da hinten ist die Kreuzung. In diesem wunderschönen, pittoresken Baum. So, der Sommer ist sehr heiß dieses Jahr. Das ist alles mehr oder minder. Die Bäume, was mit den Bäumen und mit den Sträuchern, die sind alle so verdörrt. Und es ist gerade Frühling. Es ist so eine flirrende Hitze hier über dem Feld. Klar, das kennt man. Wenn man mal irgendwann im Sommer über so ein Getreidefeld gelaufen ist. Diese staubige Luft. Diese flirrende Hitze. Es ist schon... Ja, das ist was. Etwas, das man nicht so schnell vergisst. So, zur Kreuzung. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Oder ich übersehe auch nichts. Ich, keine Ahnung. Wie gesagt, die Demo ist... Oh, oh, look. Die Initiation einer Hexe. Die Dunkelheit der Nacht ist mit Erwartung gefüllt. So. Okay, wir sind bei Mikaels Kreuzung mit dem alten Egor. Und wir wissen, dass das Ritual vollbracht werden muss. Aber wir hätten niemals gedacht, was passieren würde, wenn es einmal fertig wäre. So. Ja, wie auch immer. Ach, die Zeit ist gekommen. Um den Kreis zu zeichnen. Wahrscheinlich um den Kreis zu schließen, weil das war es schon immer, was uns bevorstehen würde. Genau. So, wir schauen uns erstmal um. So, Mikaels Crossroads. Wir könnten mit dem alten Igor, wir können hier mit den, ja, mit den Kreuzen, die können wir uns einmal anschauen. Hier ist noch ein Kilometerstab. Es gibt wahrscheinlich keine falschen Entscheidungen. So, die Kreuze sehen alt aus. Es sieht so aus, als würden die Menschen hier vor einer langen Zeit begraben. Hier hinten sind das irgendwelche Augen? Ja, das hat gerade blinzelt. Okay, gut, ja, sehr schön. Sehr großer Fuchs. Sehr große Eule, anscheinend. Okay. Okay. Feine Eule, sehr feine Eule. So, es gibt nach Sherdin 16 Meilen. Oder nach Sulikamsk 102 Meilen oder nach Nigrob 21 Meilen. Interessant. können wir gruselige, dunkle Monsterkreaturen in der Dunkelheit streicheln gehen? Geht das? Ich will's nicht ausprobieren. So, was ich sagen wollte, die Demo, ladet euch die mal gratis runter. Ihr könnt hier natürlich auch alle spielen. Und ihr kennt das Prozedere. Heute im Angespielt natürlich immer nur so eine gute Dreiviertelstunde. Dann hoffe ich, wir haben einen guten Einblick bekommen. Ihr habt ein bisschen Bock selber zu spielen und habt vor allen Dingen noch ein bisschen Inhalt. Überhaupt Lust zu haben, irgendwie selbst spielen zu wollen. Ich hoffe, das macht Sinn. Habe ich schon erwähnt, dass es sehr warm ist heute. So. Hallo, alter Igor. Where have you been? It will be midnight soon. Okay.
Wo warst du? Es wird bald Mitternacht sein. Go over there, by that milepost. Okay, wir sollen rüber zum Kilometerstab. Everything you need for the ritual, you'll find over there. Okay, und wir finden alles fürs Ritual dort. Take the candles, we'll light them and draw a circle. Okay, wir sollen die Kerzen nehmen, sie anzünden und dann wird ein Kreis gezeichnet. Ich habe eine ganz, 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 ganz schlechte Vorahnung. Oh Gott, die rituellen Kerzen. So, alt und verzauberte Kerzen. Aus Igors Hütte? Okay, aber sie geben uns Schutz gegen unreine Geister. Interessant, interessant. Oh, okay, gut. Okay, wir kriegen kriegen wir Action Points quasi für unsere erste Runde? Okay, gut. Gut, ich dachte, es wäre so ein bisschen, Abenteuer, Point and Click. Interessant, wo sich das jetzt alles noch hin entwickelt. Wie muss ich jetzt tun, Igor? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht unbedingt... Oh, hier ist noch ein Kraut. Das nehme ich mir doch noch schnell mit. Und nochmal ein Adamskopf. Sehr schön. So, wir gehen mal einfach zurück hier. Wie sieht das aus? Soll ich da drüben hier an diesem Stab? Soll ich da irgendwie den Kreis zeichnen oder hier in der Mitte? Well done, Vasilisa. Ja, wir haben doch nur Kerzen geholt, aber dankeschön. Now let's draw a circle. Okay, gut. Jetzt müssen wir einen Kreis zeichnen. Be careful not to leave any gaps, otherwise we'll be crushed by evil spirits. Okay, und wir sollen vorsichtig sein und keine Lücken im Kreis hinterlassen, sonst werden wir nämlich von bösen Geistern. Ja, wahrscheinlich. Naja, crushed. Ja, überflutet. Oder einfach wahrscheinlich zerstört. So, jetzt, achso, hier sollen wir den Kreis zeichnen. So, einmal hier. Ja, macht sie das auch gut? Ich sehe keine Lücke. I've made a circle. Is it all right, Grandfather? So, ich habe den Kreis gezeichnet. Ist er so in Ordnung, Großvater? The circle is drawn. No gaps, good. Too late to dither now. Okay, der Kreis ist gezeichnet. Es gibt keine Lücken und ja, es ist Zeit. Die Beschwörung anzufangen. Think that I can help him? Meinst du? So, ja, ich dachte kurz für eine Sekunde, sie redet mit uns, aber ich glaube, sie spricht über ihren Liebsten und fragt, ob wir ihm wahrscheinlich helfen können. Sure, you can. You can do anything when you have the book. So says the legend. Na klar kannst du das. Du kannst alles tun, wenn du das Buch hast. So sagt es zumindest die Legende. Well, go on. It's time for you to take my knowledge. So, nun, dann lass uns beginnen. Es ist Zeit, dass du mein Wissen dir aneignest. Such a long time we've spent together. Parting with it is bittersweet. Well, take it. Wo führt das gerade hin? Was passiert hier? So, es ist so eine lange Zeit, die wir miteinander verbracht haben und uns jetzt zu trennen ist so bittersüß. Aber nun nimm es. Was ist das für ein Ritual? Nehmen wir jetzt sein Wissen und er gibt damit auch sein Leben auf? Großvater? Oh. Okay, ein Siegel ist offen. Would you look at that? What power emanates from the book? So sieht ihr das an. Was für eine Macht strahlt von diesem Buch aus? The seal is open. It seems great sorcery lurks in you. Well, think about it later. Okay, das Siegel ist gebrochen und es sieht so aus, als würde große Magie in dir schlummern.
Naja, darüber denken wir später nach. Now speak the words I taught you. So, nun sprich die Worte, die ich dir beigebracht habe. So, read the spell. I'm scared. Read the spell. Ich würde sagen... Also, ja klar, natürlich haben wir Angst, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. So, wir lesen den Spruch. I'll get up without crossing myself, but I will go to the crossroads. Okay. So. Ich stehe auf, ohne mich selbst zu verraten, oder? Bin mir unsicher. Aber ich gehe jetzt zur Kreuzung. On the crossroads, I'll draw a circle and step into it. Okay, eine Kreuzung. Zeichne ich einen Kreis und trete hinein. And I shall speak. Und dann soll ich sagen... Good merchants, come and buy my cat. Was? Gute Kaufleute, kommt und kauft meine Katze. For this cat, give me neither inconvertible ruble nor a fine hat. Okay, für diese Katze, gib mir... Was? Gib mir nicht Rubel und weder einen schönen Hut? But bestow me with knowledge of the dark and eyes with vision sharp. Aber behäuft mich mit Wissen über das Dunkle und Augen mit einem Blick so scharf. So as I have said, so it will be. Und so wie ich es sagte, so soll es sein. My words are stone. Meine Wörter sind wie Stein. Also wie ein Stein gemeißelt. Here are your merchants. Now listen carefully, if you value your life. Okay. Den Händler habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Und wir sollen jetzt auf jedes Wort achten. Wenn wir unser Leben lieben. To become a witch, you have to defeat this demon. Okay, so, um eine Hexe zu werden, müssen wir diesen Dämon besiegen. Time for your first Sagavar. Okay, es ist Zeit für unseren ersten Sagavar. Oh, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Kann es sein, wir haben Hitpoints. Kriegen wir jetzt sowas wie ein Kartenspiel präsentiert? Ich habe keine Ahnung. Ich spiele sowas auch überhaupt nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Der Grafikstil, die Geschichte, die haben mich einfach, ja, sehr neugierig gemacht. So, willkommen zu deinem ersten Kampf. So, da steht's ja. Okay, jeder Kampf basiert aus Runden. Okay, wir selbst und natürlich auch unser Feind nimmt Runden. Und, wir fangen immer an. Interessant. Und wir gewinnen natürlich, wenn wir alle Feinde besiegt haben. Indem wir natürlich ihren Heldsbalken, ihre Lebenspunkte auf 0 runterbringen. Okay, das ist schwarze Buch hier unten und das beinhaltet all unsere Zagavors. Okay, und wir sollen das Wort Urasi benutzen. Und um unseren Zug zu beenden, müssen wir die Sanduhr drücken. Okay, Urasi, Entschuldigung. Okay, macht 4 Angriff. Die Karte ist interessant. Die Karte ist wirklich interessant. Es sitzt jemand mitten auf dem Feld. Seine Hände haben aber Wunden. Okay, gut. Ich würde sagen, ich verliere mich gerade so ein bisschen hier in den Zeichnungen und so weiter. Ich könnte da wirklich stundenlang zugucken und da mal reinschauen. Aber ihr wollt natürlich... Ihr wollt natürlich auch ein bisschen was sehen. Der ist extrem geil gemacht. Es ist unglaublich schön. Es ist wirklich unglaublich schön. So, Urasi, genug gequackelt. Wir machen unseren ersten Angriff. Okay, die Karte ist gelegt. Wir haben 3... wir haben Verteidigung. 3 Verteidigung durch die Kerzen anscheinend. Und wir beenden mal unseren Zug. Urasi. 4 Abzug. Jetzt ist der Feind dran. Oh, der Biss macht nur 1. Interessant.
Okay, die Seiten, die wir im schwarzen Buch aufgeschlagen haben, haben sich geändert und... Du Schei, was? Okay, also wir können uns keine richtige Strategie wahrscheinlich erstmal zurechtlegen, sondern wir sind auf das angewiesen, was das Buch uns einfach so gibt. Interessant. Okay, jeder gegnerische Angriff kann natürlich blockiert werden mit Verteidigung. Was sind hier diese blauen Schilde? Die wir jetzt gerade nicht mehr haben. Warum auch immer. Wir hatten doch die Kerzen. Die haben uns doch 3 Verteidigung gebracht. Okay, und Verteidigung schützt uns natürlich vor Schaden. Aber verschwindet jeweils mit dem nächsten Zug. Okay, so. Wir sollen die Seite Afdelai rezitieren und ja, damit unsere Verteidigung stärken. Oh. Oh, ja, so. Okay, ist ein Heiland. Ein Heiliger anscheinend. Der uns vor dem Bösen schützen soll. Und wir beenden unseren Zug. Odelai. Der Gegner sei dran. Such enchanted words protect from demons. But this protection fades quickly. Okay, diese Zaubersprüche schützen uns vor dem Bösen und vor den Dämonen, aber verschwindet sehr schnell. Now draw up a complete Zagavar. Okay, so, wir sollen einen kompletten, einen vollständigen Zagavar beschwören. Okay, heißt also, oh, was ist das? 3, 5. Okay, also heißt es jetzt also ein Ursi und ich würde sagen ein Verteidigung. Und da er nur einen Angriff hat, reicht ein Raben. Okay, wir können aber auch mehrere. Ich bin mir unsicher, warum? Warte. Können wir? Geht das so? Ist das jetzt mein Zug oder ist das jetzt... Okay, gut. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn wir gleich auf den Sack kriegen, dann haben wir zumindest was gelernt. Also ich und ihr noch viel mehr. Ihr macht da nicht den gleichen Fehler. So, wir können aber, so wie es ausschien... Ja, wie es ausschien... wie es scheint oder wie es schien. Egal. Können wir 3 Seiten, 3 verschiedene Seiten rezitieren? Jetzt erstmal. Wahrscheinlich wird es im späteren Spielverlauf noch ein paar mehr Seiten geben. Wir machen jetzt 8 Schaden und wir verteidigen uns mit 3 dann am Ende. Und er hat ja nur eine Angriffskraft von 1. Sollte also völlig ausreichen. Ich würde sagen... Two orders and one key. Okay. Wir können also 2 Rollen und einen Schlüssel rezitieren. Und ich hoffe, das funktioniert so. Okay. Okay. Okay, ich hoffe, es funktioniert so. Das ist ein... Ah, da oben in der Ecke, man sieht es so leicht. Ganz oben links, das ist ein Schlüssel. Und das ist eine Rolle. Okay, 2 Angriffe, 1 Verteidigung. Geht also, ich drücke jetzt hier drauf. So, 2 Angriffe. Vielleicht kriegen wir ja noch... Leider nein. Und 1 Verteidigung. Und jetzt ist der Gegner dran. Oh. Good job, Vasya. This demon is nearly beaten. Ja. Kann es sein, dass er gerade für mehr als 1 angegriffen hat? Oder war das nur so ein Effekt? Guter Job. Vasya? Aber die heißt doch, Vasilia. Egal. So, dieser Dämon ist fast besiegt. A couple more spells to read the world of it. Ja. Nur noch ein paar mehr Sprüche, um es aus dieser Welt zu tilgen. Okay. Okay. Okay, das schwarze Buch hilft uns, die feindlichen Aktionen vorauszusagen. Da würde ich sagen, Waste 3. Interessant. Scorchit oder Scorrit? Ich kann... Ja. Okay. Macht 3 Schaden jede Runde und ignoriert Verteidigung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, wir sind ja eigentlich schon fast durch. Wir hatten ja nur noch einen Heldspunkt. Ich würde sagen,
Ah, das ist ein Schlüssel. Interessant. Wäre ich beinahe drauf reingefallen. Es geht nicht mehr anders. Okay. Also könnte man... Wir könnten uns jetzt so verteidigen. Ah, ein Blessing quasi. Also zwei Verteidigung. Und die anderen Sachen machen zwei mehr Schaden. Interessant. Na gut. So, ich würde sagen, wir hauen uns mal das rein. Und theoretisch brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber es ist eigentlich auch egal, oder? Da könnten wir auch jetzt... Machen wir einfach mal so. Oder? Ach komm, das wollen wir sehen, oder? So, ich mache mal hier und ich mache mal dann da. Und dann bin ich mal interessiert, wie es weitergeht und wie das aussieht. So, wir verteidigen uns für zwei. Wir stärken unseren nächsten Spruch für zwei auch noch. Und er ist tot. Jo, das war's. Noch nicht. Was zum Teufel? Das war Hellhound. Okay, nimm das, du schmächtiger Höllenhund. Ich dachte, geht jetzt weiter. Oder haben wir jetzt ein Höllentor auf... Ja, wir haben... Wir haben das Tor zur Hölle aufgestoßen und geht jetzt doch schneller voran, als ich dachte. So. Und hinab in die Hölle. Ich hab da noch eine Rechnung. Jo, hallo, guten Tag. Oh, was hier? Was haben wir? Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wir sind noch nicht mal eine Hexe. Wir haben den ersten schmächtigen Höllenhund haben wir besiegt mit Hilfe von unserem alten Großvater. Okay. Gut, ja, und jetzt sind wir schon schwuppdiwupp in der Hölle. Und dann schauen wir uns hier mal den Fitzron an. Guten Tag. Satan? Is that you, Vasily, sir? Satan, bist du's? So. Oh. Bist du es, Vasily, sir? I should congratulate you. Ich sollte dir wohl gratulieren. For the first seal is open. Für das erste gebrochene Siegel. Only six remain. Nur noch sechs verbleiben. Oh, but will you be able to open the rest? Oh, aber wirst du es schaffen, die restlichen zu öffnen? This is another matter entirely. Das ist eine ganz andere Angelegenheit. Jo! Wir sind in der Hölle? Hallo Satan? Der ist ja auch echt dufte drauf, wa? Der begratuliert uns dafür, dass wir das erste Siegel gebrochen haben, aber warnt uns mit so einem kleinen höhnischen Unterton vor, dass die nächsten sechs nicht so einfach zu brechen sind. Interessant. So, und wir können uns jetzt entscheiden. Entweder der Wunsch, die Siegel, wer bist du? Riesige Gestalt, flammende Augen, riesige Hörner. Ja, es wird nicht der Milchmann sein, wa? Oder, ja. So, oder wir können abhauen. Ja, wie sieht's aus mit dem Wunsch? Können wir den Wunsch schon vortragen? Eventuell ergibt sich ja was. I'm curious. Can the Black Book grant any wish? Hey, Vasilisa, sehr neugierig. Könnte das schwarze Buch irgendeinen, also wirklich nur irgendeinen Wunsch erfüllen? Indeed, as legend dictates. Okay, ja, in der Tat, so wie die Legende es voraussagt. Who knows? Perhaps you shall meet your beloved soon. Dieser Arschkrampe, da ist doch ein riesiger Haken.
Und er weiß schon, ja, vielleicht treffen wir bald unseren Geliebten. Hm? Ja, natürlich. Okay, wer auch immer es würdig ist, die Rolle zu öffnen und die Siegel zu brechen. No one on earth or beneath it has ever been able to open the scroll. Look upon it. Ja, niemand. Huch, niemand im Himmel, auf Erden oder unter ihr hat es jemals geschafft, die Rolle zu öffnen oder einen Blick in sie hineinzuwerfen. Bis jetzt. So, wie sieht's aus mit den Siegeln? How do I open the seals? Wie öffne ich die Siegel? Oh. Can't figure it out by yourself, girl. Oh, interessant, interessant. Oh, hast du es noch nicht selbst herausgefunden, Mädchen? I'm disappointed in you. Oh, ich bin so enttäuscht von dir. Wahrscheinlich ist es nicht Satan. Wahrscheinlich ist es nicht Satan. Es ist nur so ein lausiger Cherubim. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur der Kloputzer von Satan. Man weiß es nicht, wir fragen einfach mal. What sort of devil are you? Welcher Art Teufel bist du? How rude is this? Wie unhöflich, Vasilisa. I'm your chief advisor. Was? It is I who grants you the powers of a Khaldun. Ich bin dein Hauptberater? Was? Ich bin derjenige, der dir die Kraft von Khaldun gewährt. Interessant. We will become better acquainted in time, I presume. Wie nobel er sich ausdrückt. Wir werden uns wohl noch besser kennenlernen mit der Zeit, nehme ich an. Ja, es ist Zeit, wa? Es ist Zeit zu gehen. Let me return to the land of the living. So, lass mich zurückkehren zum Land der Lebenden. Not just yet. Der Haken, da ist er. Noch nicht. Have you forgotten your purpose? Hast du deine Aufgabe vergessen? I name you a witch. Oh! Oh, er hat uns jetzt zur Hexe gemacht. How many demons will you take on for your service? Wie viele Dämonen? Was wollen wir bekämpfen für unsere Dienste? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ach du Scheibenkleister. Okay, können wir jetzt unsere Kräfte immens stärken, wenn wir jetzt so viele wie möglich bekämpfen? Oder wenn wir nur einen bekämpfen? Oder... Ach du Scheibenkleister, vielleicht hätte ich mich mal vorher informieren sollen. Ist es mehr so eine Art Helfer, der uns begleitet? Also können wir da mehrere haben oder können wir einen haben, der extrem mächtig dann eventuell sein könnte? Für unsere Dienste. Wie viele Dämonen wollen wir nehmen für unsere Dienste? Wir nehmen erstmal einen. Surely I will only need one at most. Ja, wahrscheinlich will ich nur einen brauchen, wenn's hochkommt. We do not assign fewer than three imps, Vasilisa. Oh, interessant. Okay. So. Die Hölle ist ganz schön durchstrukturiert, wa? Also, weniger als drei Imps geben die einfach nicht raus. Ja, okay, gut. I'll pick out the best among Yegor's old imps for you. Ja, okay. Und er sucht jetzt die besten von Igors alten Imps raus. Now go. Okay, hat sich das auch erledigt. Wir sollen gehen. Perhaps we'll meet again.
if you manage to open the seals. Okay, und vielleicht treffen wir ihn ja wieder, wenn wir es nochmal schaffen, ein neues Siegel zu brechen. Ach, es ist schön, es ist so schön gemacht. Oh Gott, oh Gott. Blackburg. Oh nein, haben wir es jetzt? Oh. So, Old Igor. Old Igor ist ein bisschen, weiß noch nicht so recht. Und Vasila hat wieder, naja, ich würde sagen, ich habe mir gerade schon Gedanken oder Sorgen gemacht, dass wir es jetzt schon durchgespielt haben. Ist jetzt die große Frage, wir sind jetzt bei knäppelig 40 Minuten. Ich will euch ja auch noch ein bisschen Spaß lassen. Und wir haben ja schon ein bisschen was gesehen. Sollen wir uns jetzt einfach verabschieden oder eher nicht? Ich bin mir unsicher. Ach, wobei ich eigentlich auch wissen möchte, wie Igor jetzt darauf reagiert, dass wir eine Hexe sind. Ich würde noch dieses Gespräch machen. Kurz noch dieses Gespräch, die 5 Minütchen. Und dann überlasse ich euch das Spiel. So, da könnt ihr schnell zu Steam und schnell runterladen und selber spielen. Ich glaube, das klingt wie ein guter Plan. So. Oh. Ja, Igor ist keine Ahnung, ist ja ein bisschen, hat er was Schlechtes gegessen? Hat er, haben wir ihm gerade davon erzählt, wie es uns in der Hölle ergangen ist? Well, are you awake? Ja, sind wir wach? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. The sun rose while you were coming to. Had to drag you home. Okay. So, die Sonne ist bereits aufgegangen, als du irgendwie wieder rausgekommen bist. Ich musste dich nach Hause schleifen. I understand it's not easy to pass through the Devil's Domain. Ich verstehe schon, dass es nicht so einfach ist, durch die Domäne des Teufels zu passieren. So, you've seen it? So, hast du es gesehen? Huh? Are we home? Oh. Seems like it was all a dream. Okay. Ja, es hat uns wirklich ein bisschen mitgenommen, was sie ja... Oder Vasili... Nee, Vasilisa. Oh Gott. Oder Vasia. Naja. Sind wir zu Hause? Oh, es scheint so, als wäre es alles nur ein Traum gewesen. The devil made me a witch. Ja, ist besser, als dass der Devil dich zur Bitch gemacht hätte. Entschuldigung, es geht mir mit mir durch. So, der Teufel hat mich in eine Hexe verwandelt. Well, then it is a good day. What did I tell you? You should have become a witch a long time ago. Okay, nun gut, heute ist ein guter Tag. Was habe ich dir erzählt? Du solltest eine Hexe vor langer, langer Zeit werden. Und wir haben ein neues Bailishka haben wir freigeschaltet. Bailishka, eine neue Spruchseite, kann es sein? Ich bin mir unsicher. Well, what's done is done. Nun, was getan ist, ist getan. The legend says that your wish is behind the 7 seals. Ja, und die Legende besagt, dass dein Wunsch verborgen ist hinter den 7 Siegeln. I could never open the first one. Ich selbst konnte das erste Siegel nie brechen. Here's the second seal, the Aspen one. Hier ist das zweite Siegel, das, Aspen. Ach, dieser Baum, verdammt, ich hab das Wort vergessen. Birke? Ist es eine Birke? Ich glaube. How do I open it? Ach nee, es ist Birch. Maybe it was the demon at the crossroads that opened the first. Und wie öffne ich es? So, vielleicht war es der Dämon an der Kreuzung, der das erste Siegel geöffnet hat? Perhaps. I think that demons do play a part. But what spirit is the Aspen one? I'll have to rack my brain a bit. Vielleicht.
Ich denke, dass die Dämonen schon einen Teil darin spielen, aber welcher Geist ist der? Jenige? Ich weiß es nicht. Espen. Beide? Nein. Ich hab's vergessen. Verdammte Axt. So gut ist mein Englisch nicht. Entschuldigt. Ach, Asche auf mein Haupt. So, ich muss mir noch ein bisschen den Kopf zermartern. Maybe there's something in the books. Vielleicht steht dazu ja irgendwas in den Büchern. You yourself are a witch now. Ja, du bist jetzt jedenfalls eine Hexe. I knew that you would not let me down. Ja, ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. The news of your enlightenment has spread already. Was? Must be the Suchet case who told the heads of the families. Okay, die Nachricht von unserer, naja... Von unserer Verhexung? Von unserer Beseelung, ja. Hat sich schon rumgesprochen? Es müssen wohl die... Ah, oh, geil! Oh, schön. So, Susetko. Okay, es ist ein Hausgeist oder ein Hobgoblin. Okay, der unter der Erde wohnt oder in... Oder im Keller. In Kolbitz. Interessant. So, wer den Köpfen der anderen Familien schon berichtet hat. Oder den Oberhäuptern. Now people will come to you for advice. I am old now. Not many teeth left. My Khaldun powers are waning. Okay. So, und jetzt werden sehr viele Leute für Rat zu uns kommen. Und ja, Old Egor macht seinem Namen alle Ehre. Er ist alt. Und er hat nur noch wenig Zähne übrig und seine Khaldun-Kräfte schwinden langsam. Now it is you who will help the people around here. Perhaps you will even find the right demon for your problem. Aha, jetzt ist es an dir, den Leuten hier zu helfen und vielleicht findest du auch den richtigen Dämon für dein Problem. Well, while you were coming to your senses, I've already spoken to most of the visitors. Okay, und während du wieder richtig wach geworden und zu Sinnen gekommen bist, habe ich schon mit den meisten Besuchern gesprochen. There's only one left. He's waiting behind the door. Okay, und da ist eigentlich nur noch einer übrig und er wartet bereits hinter dieser Tür. Look around for a start. Your book is over there. On the table. Und wir sollen uns erstmal umblicken und unser Buch, das liegt da drüben, auf dem Tisch. Do you remember how I taught you bookbinding? Und erinnerst du dich daran, wie ich dir beigebracht habe, wie man ein Buch bindet? Afterwards, see to that visitor of yours. Some evil spirit has been giving him trouble. Aha, und danach sollen wir uns den Besucher anschauen? Irgendein böser Geist. Macht ihm Kopfzerbrechen. Got it. Ja, wir haben es verstanden. Ach, so, ich würde sagen, es geht nur noch ewig weiter wahrscheinlich. Ich hoffe, es ist wirklich spannend. So, aber, ja, komm, unsere Dreiviertelstunde ist voll. Ich würde sagen, wir haben, also ich habe wirklich einen guten Einblick bekommen. Der Artstyle ist richtig schön gemacht. Ist wirklich sehr abwechslungsreich. Das Kartenspiel, da müsste ich noch mal ein bisschen reinschauen. Also so richtig meins ist es nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht so unbedingt eine Strategie zurechtlegen kann, weil einem das schwarze Buch immer die Karten vorgibt. Aber Black Book soll ein RPG sein. Ein ziemlich düsteres, in dem die Realität mit dem mythischen, mit den slawischen Mythen irgendwie verschwimmt, aber ja, wir können uns wirklich, wirklich, ja, wir können wirklich gespannt sein, wie es dann weitergeht. Den Rest überlasse ich euch. Wie gesagt, die Demo könnt ihr gratis runterladen, allerdings nur eine Woche, also flinke Füßchen, husch husch, ab zu Steam. Und schnell alles runterladen und durchspielen, was geht. Zum Glück ist ja auch bald Wochenende. Und man hat ja sonst keine Verabredungen, irgendwelche sozialen Kontakte oder
aufs Klo muss man auch nicht oder essen. Also schön, schön hier erstmal vom PC hocken und alle durchspielen. So, in diesem Sinne, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.